Hallo Freunde und willkommen zurück zu XCOM 2. Wir haben in der letzten Folge zum ersten Mal hier einen Bereich von Alien-Trümmern entfernt, haben die Chefingenieurin Shen, die Tochter von unserem alten Chefingenieur Shen, kennengelernt und ein bisschen was Forschung in Auftrag gegeben, und wir sollen mal in unsere Kommandozentrale bzw. in unser Büro gehen. Mal gucken, was es da so gibt. Hallo, Commander. Den Rat, wie Sie ihn noch kannten, gibt es nicht mehr. Die Mitglieder haben alle der Advent-Verwaltung Treue geschworen. Mit einer Ausnahme. Es ist schön, Sie wiederzusehen. In den Tagen seit Ihrer Gefangennahme habe ich alles getan, um dem Widerstandsnetzwerk von innen zu helfen. Der Widerstand hat uns die Informationen beschafft, die zu ihrer Extraktion führen. Im Moment ist der Widerstand noch ziemlich unorganisiert. Wenn wir Advent und ihre Alienherren besiegen wollen, müssen sie das ändern, bevor es zu spät ist. Was Sie da sehen, sind Geheimberichte zu vermissten Zivilisten auf der ganzen Welt. Es werden immer mehr. Wir vermuten, dass sie zu einer Advent-Geheimeinrichtung in der Nähe gebracht werden, deren Position wir nicht kennen. Die Zeit drängt, Commander. Sie müssen die Leitung des Widerstands auf der ganzen Welt übernehmen. Nehmen Sie Kontakt zu den einzelnen Zellen auf, damit sie sich anschließen. Finden Sie diese Geheimeinrichtung und zerstören Sie sie. Retten Sie unsere Welt. Die Zeit läuft. Viel Glück, Commander. Also sollen wir uns unseren eigenen Widerstand aufbauen. Das klingt doch schon mal gut. Ich denke, wir sollten uns beeilen, Commander. Ich bin auf der Brücke, wenn Sie soweit sind. So. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Untertitel eventuell ein bisschen störend sein können. Das stimmt schon, aber ich befürchte, ich weiß es halt einfach nicht, weil ich das Spiel nicht kenne, dass es zwischendurch zu teilweise sehr hektischen Situationen kommt. Und da finde ich dann Untertitel doch ganz angebracht. Und ich kann die halt nicht ausschalten. Wenn ich wüsste, dass jetzt demnächst was erstmal nichts passiert, wo eventuell sehr laute Störgeräusche sind, beziehungsweise sehr laute Explosionen oder sowas, dann würde ich sagen, okay, ich mache die jetzt aus, solange bis das kommt, aber das weiß ich halt nicht und deshalb lasse ich sie lieber an. Außerdem muss ja nicht jeder unbedingt später so. Commander, das hier ist unsere aktuelle Position, gleich außerhalb des Widerstandshauptquartiers. Sie dient uns als Stützpunkt und Vorratsquelle, wenn wir nicht unterwegs sind. Der Sprecher hat die Alien-Geheimeinrichtung in dieser Region ausfindig gemacht. Leider kennen wir noch nicht ihre genaue Position. Wenn wir die Einrichtung finden wollen, müssen wir den lokalen Widerstand in der Gegend kontaktieren. Tigen hat eine Theorie, wie wir sie kontaktieren können, ohne dass die Aliens es bemerken. Aber er braucht Zeit für seine Forschungen. Wir sollten uns damit nicht zu viel Zeit lassen, Commander. Wenn wir einen weltweiten Widerstand aufbauen und Advent entgegentreten wollen, müssen wir so schnell wie möglich den Kontakt zu weiteren Regionen herstellen. Neues Ziel hinzugefügt. Irgendwie passten so gerade die Titel bzw. die Texte neben seinem Gesicht absolut nicht zu dem, was er gesagt hat. Aber gut. Ja, was ich sagen wollte, ja, ich werde sie erstmal anlassen und mal gucken. Vielleicht werde ich sie später auch einfach ausschalten, weil sie mich selber stören, aber das werdet ihr dann sehen. So, wir sollen den Widerstand nahe der Geheimeinrichtung kontaktieren. Erforsche die Widerstandskommunikation, fliege zur Region der Geheimeinrichtung und stelle den Kontakt her. Aber dafür bleibt Ihnen im Moment keine Zeit. Die Fernaufklärung scheint unweit von unserer aktuellen Position etwas entdeckt zu haben. Und es gibt ein Feuergefecht. Commander, nach unserem jüngsten Erfolg haben uns Mitglieder des Widerstands in Ostamerika Berichte über Aktivitäten geliefert, die wir untersuchen sollten. Zeit zum Untersuchen 7 Tage. Wir kriegen einen Soldaten dafür. Avenger berechnet neuen Kurs. Okay. Dann ist das scheinbar jetzt so unsere... Commander, während wir auf neue Einsätze oder den Abschluss von Forschungsarbeiten warten, können wir die Zeit vergehen lassen, indem wir Orte wie diesen scannen. Auf Ihren Befehl hin scannen wir das umliegende Gebiet. Ich muss sagen, mir gefällt die neue Weltkarte. Auch wenn man... Ah, man kann sogar rauszoomen. Sehr gut. Das ist natürlich ausgezeichnet. Das gefällt mir echt.
muss ich sagen. So, dann gucken wir doch mal. Achso, diese Ergebnisse könnten sich als dauert sieben Tage, das zu untersuchen. Achso, ich dachte, wir hätten jetzt sieben Tage Zeit, bis das vergeht sozusagen. Sehr schön, die Modularwaffen sind erforscht. Dann, Modularwaffen, Codename Tüftler. Wir haben unsere Truppen Schrotthaufen durchwühlen und Leichen plündern lassen. Zu diesem Zeitpunkt können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie immer auf alles achten, was unsere Ausrüstung verbessern könnte. Alle Rohmaterialien der Welt haben keinen Wert, wenn wir keinen Einsatzzweck für sie finden. Aber ich denke, dieses modulare Waffensystem ist ein guter Anfang. Wir sind mit unseren aktuellen Entwürfen so weit gegangen, wie ich es mir überhaupt vorstellen konnte. Die Integration einiger wichtiger Alien-Komponenten hat die benötigte Stabilität gebracht, die wir erreichen wollten. Mit diesen Modifikationen sollten wir größere Verbesserungen anbringen können, um noch mehr Feuerkraft zu erreichen. Das wird den Truppen gefallen. L. Shen. Sehr schön, wir können jetzt Magnetwaffen erforschen und haben verschiedene Waffenverbesserungen verfügbar. Commander, durch die Erforschung der Advent-Modularwaffen konnten wir ihr System für unsere eigenen Zwecke rekonstruieren. Im Einsatz gefundene Waffenverbesserungen können jetzt direkt auf die Waffen unserer Soldaten aufgesetzt werden und liefern taktische Boni. Ja, da haben wir ja schon was gefunden, so ein Zielfernrohr und so. Hybridmaterialien oder Magnetwaffen? Alter, 28 Tage, das ist mir zu lang. Nö, wir nehmen die Hybridmaterialien in 3 Tagen. Die geborgenen Advent-Leichen sind von einer faszinierenden Kombination aus Materialien geschützt, von denen manche herkömmlicher sind als andere. Durch Untersuchungen der zugrunde liegenden Alien-Technologie könnte unsere Forschung zu großen Verbesserungen für unsere eigene Ausrüstung führen. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Das wird er doch jedes Mal jetzt sagen, oder? Gib's doch zu. Ohne Zugriff auf reine Brennstoffe ist es außerhalb der Städte schwer, an Energie zu kommen. Selbst unter den zuverlässigsten Anti-Alien-Dissidenten ist die geborgene Advent-Ausrüstung begehrt. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Es fängt gerade an zu schneien. Nee, zu hageln, okay. Was können wir denn alles herstellen? Blendgranaten, Medikits oder Rauchgranaten. Das sind momentan alle Sachen, die wir herstellen können. Ich würde mir gerne nochmal ein Medikit gönnen. Okay, das kostet also alles Vorräte und Vorräte werden immer in Credits. Zumindest vorerst. Wir kriegen später noch Legierungen und Illyrium. Die kennen wir ja eigentlich auch schon. Was hätten wir noch sonst? Ja, die drei, die beiden. Einmal das mit den Alien-Trümmern, die Technologie erforschen. Okay. Dann Waffenkammer. Vater hat sich selbst geopfert, um das Schiff zum Fliegen zu bringen. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Es macht zwar noch nicht viel her, aber mit neuen Entwürfen und etwas Muskelschmalz wird es ein echtes Prachtstück. Das ist schon mal nicht schlecht. So, wir können neue Soldaten rekrutieren. Sollten wir eventuell so ein oder zwei vielleicht mal holen. Okay, die Soldaten kriegen sogar eigene kleine Geschichten. Das heißt, Charlie sei durchgedreht und bösartig geworden, nachdem er gehört hatte, dass sich die Regierungen der Erde den Aliens ergeben hatten. Den hartnäckigen Gerüchten zufolge verbrachte er den Großteil seiner Zeit in Schottland bei der Alienjagd zum Vergnügen. Der Kerl heißt mit Nachnamen Hunter. Das ist, ich wage zu behaupten, das ist schon eher fast ein Spitzname. Ausbrecher aus dem Hochsicherheitsgefängnis. Juri gehört auch dazu. Sind wir nicht in der Position, fähige Kämpfer abzulehnen? Ja, gut. Die haben alle so kleine Hintergrundstories. Das finde ich ganz cool. Wir haben aber, glaube ich, momentan noch genug Soldaten. Alter, diese langen Zeiten, die verletzt sind. Das ist echt heftig. So, bei uns haben wir die Berichte, die Ziele können wir uns anzeigen lassen und das Archiv. Hier können wir... Okay. Achso, hier können wir nochmal die ganzen Sachen nachlesen. Okay. Dann auch zur Brücke. Und das Feuergefecht hier weiter erforschen bzw. erkunden. Sehr schön, Alien-Trümmer weggeräumt. Ein neuer Raum ist für den Bau einer Einrichtung verfügbar. Jack Hall. Außerdem kriegen wir 40 Vorräte dafür. Das ist natürlich cool.
So, wir können ein Labor bauen. Wissenschaftler können in Laboren eingesetzt werden, um Dr. Teigen zusätzlich zu unterstützen und das Tempo aller Forschungsprojekte zu beschleunigen. Wir können aber auch eine Werkstatt bauen. Ingenieure können in Werkstätten eingesetzt werden, um einzigartige Gremlin-Drohnen zu bauen, die einen angrenzenden Raum oder eine angrenzende Einrichtung besetzen können. Wir könnten ein Energierelais bauen. Jede Einrichtung an Bord der Avenger benötigt Energie für den Betrieb. Durch den Bau von Relais erhöhen wir die Gesamtausgangsleistung der Avenger, was zusätzliche Erweiterungen und Verbesserungen ermöglicht, also unsere Kraftwerke. Ein fortschrittliches Kriegszentrum. Sobald das FKZ errichtet wurde, können Soldaten bei jeder Beförderung eine Bonusfähigkeit außerhalb ihrer aktuellen Klasse erhalten. Außerdem kann ein Ingenieur im FKZ eingesetzt werden, um die Genesungszeit unserer Soldaten nach einer Verletzung zu reduzieren. Das klingt schon mal sinnvoll. Oder die Guerilla-Taktik-Schule. Die Schule schaltet zusätzliche Fähigkeiten und Vorteile für unsere Soldaten frei, darunter auch die Erhöhung der Anzahl an Soldaten, die wir bei einem einzelnen Einsatz mitnehmen können. Warum steht da wie? Ich würde erstmal das Kriegszentrum nehmen. Wir fangen mit den Arbeiten an der neuen Einrichtung an, Commander. Ich melde mich, wenn sie bereit ist. Es gibt einen nicht zugewiesenen Ingenieur, der beim Bau der Einrichtung fortschrittliches Kriegszentrum helfen kann. Möchtest du ihn dort einsetzen? Ja, bitte. Jack Hall. Er steigert das Bautempo um 50%. Uiuiui. Nice. Das Ding würde sonst 22 Tage dauern, jetzt nur noch 11. Das finde ich schön. So. Komm weitermachen hier. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Das ist sehr schön. Aufgrund unserer begrenzten Ressourcen zur Ausstattung unserer Soldaten mussten sie sich bislang mit jeglicher behelfsmäßiger Rüstung zufrieden geben, die Shen aus verschiedensten Schrottmaterialien zusammenstückeln konnte. Indem wir uns auf Methoden verlassen haben, die unter anderen Umständen antiquiert wirken würden, haben wir einen Weg zur Herstellung von mehrschichtigem Nanofasergewebe gefunden, das direkt im Beschuss so gut standhält wie jegliche traditionelle Rüstung, dabei aber wesentlich leichter ist. Unsere Soldaten müssen trotzdem vorsichtig sein, selbst die Nanofaser hat ihre Grenzen. Am besten ist sie wohl für Soldaten geeignet, die mehr auf Beweglichkeit als auf maximale Feuerkraft setzen. Unsere Soldaten werden aber sicher jede Verbesserung gegenüber ihrer aktuellen Ausrüstung zu schätzen wissen. Sehr schön, jetzt können wir Plattenrüstung erforschen. Außerdem können wir jetzt die Nanoschuppenweste herstellen. Diese Weste ist ein leichter Rüstungseinsatz, der aus Advent-Rüstungen gefertigt wurde. Sie kann mit allen XCOM-Rüstungen getragen werden, um die Gesundheit ihres Trägers zu erhöhen. Das kennen wir ja schon, sowas hatten wir auch im ersten Teil schon. Magnetwaffen, das möchte ich jetzt alles gerade nicht. Wir autopsieren mal den Advent-Offizier. Zusätzlich zu den vielfältigen, faszinierenden genetischen Modifikationen, die die Advent-Soldaten aufweisen, scheinen ihre Offiziere mit einer Art biochemischem Implantat noch weiter verbessert worden zu sein. Ich glaube, dass sie damit innerhalb der Alien-Hierarchie kommunizieren können. Ich frage mich, was wir wohl hören würden, wenn wir uns in dieses System einklinken könnten. In Bezug auf Kraft und Beweglichkeit scheinen die Advent-Offiziere den gewöhnlichen Advent-Soldaten ähnlich zu sein, wenn nicht sogar physisch identisch. Einsatzberichte deuten jedoch eine gesteigerte Geistesschärfe an, da die Offiziere den unterstellten Advent-Einheiten taktische Befehle geben. Das sieht noch... Okay, es sieht sogar ein bisschen ekelhaft aus als im ersten Teil. Muss man ihn ja lassen. So. Kriegen wir das jetzt mal fertig erforscht. Beziehungsweise ich mache einen ganz kurzen Schnitt. Ihr werdet davon nicht viel merken. So, da sind wir auch schon wieder. Wir wollten das Feuergefecht weiter untersuchen. Auch wenn es in den Städten auf der ganzen Welt Verbündete gibt, die ihr Wissen über die Pläne von Advent zu gern mit uns teilen würden, werden sie aktiv von den Aliens verfolgt. Es liegt an Ihnen, die Sicherheit unserer Agenten zu gewährleisten, Commander. Viel Glück. Machen wir. Nachricht vom Widerstand. Commander, der Widerstandsrat hat neue Informationen zu Einsätzen mit hoher Priorität. Gucken wir doch mal. Befreie die VIP aus dem Advent-Fahrzeug. Wir kriegen 120 Informationen. Okay, das sind viele. Und die Wissenschaftlerin Dr. Claudia Klein. Na, wenn das mal keine Deutsche ist. Auf den ostamerikanischen Bezirk. So, wir haben einen Rekruten dabei, unsere Spezialistin Private Fisher.
unsere Scharfschützin Private Smirnova und unseren Ranger Private Hart, aka Jay. Er sieht echt so aus, ein bisschen. Ich gebe der... Ach stimmt, das war... Doyle war ja auch... Die hatten wir ja auch schon im letzten Einsatz dabei. Oder im vorigen, ich weiß es nicht ganz. Die Frau mit der lustigen Frisur auf jeden Fall. Und ja, es war eine Frau. Ich weiß noch... Entschuldigung. Im letzten Teil war das eine der Frisuren für Männer. So, Rüstung freigeben. Achso, das ist das Ausrüstung einsammeln von den Leuten, die aktiv nicht ein, ja, im Einsatz sind. Es wird jetzt unterschieden zwischen Ausrüstungsgegenständen und Rüstung. Das ist natürlich ganz nützlich. Aber wir brauchen auch nichts herstellen, also starten wir den Einsatz. Fischer guckt immer noch ziemlich grießcremig, ey. Halleluja. Hier echt so einen halben Merkel. Mundwinkel ganz weit unten. Ja, dann starten wir doch mal den Einsatz Operation Mausetoter Wagen. Gott. Also, bei den Operationsnamen sollten die sich echt nochmal hart Gedanken machen. Advent-Truppen befördern eine VIP an Bord eines Transporters durch das Gebiet hier. Und der Widerstand hat um eine Rettungsoperation gebeten. Das Ziel wird bestens geschützt sein. Sichern Sie das Gebiet und schalten Sie alle Feinde aus, um die Rettung zu beschleunigen. Das werden wir. Tipp: Ranger mit der Phantomfähigkeit starten bei jeder Mission mit Tarnung, auch wenn der Trupp es nicht tut. Okay, es gibt also später Einsätze, wo wir nicht getarnt starten werden. Das ist gut zu wissen. Jetzt hat mich das Spiel selber gespoilert. Mann, Mann, Mann. Hm. Ah, wir sind endlich da. Die Ladezeiten sind echt lang. Also vor allem im Vergleich zum letzten Teil. Gut, das Spiel ist auch ein bisschen aufwendiger, denke ich mal. Und alle mal raus. So. Menes 1-5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Unsere okay, Position ist verborgen. Sehr schön. Wir sind getarnt. Wir müssen das innerhalb von 12 Runden machen. Okay, kriegen wir hin. Da hinten werden sie also gesehen. Aber von wo werden die denn da gesehen? Wahrscheinlich von da drin, oder? Würde ich jetzt mal fast behaupten. Kannst du da mal reingucken? Rücke zu Zielkoordinaten vor. Da unten sind halt Zivilisten. Okay. Na gut, Zivilisten sind jetzt nicht so schlimm. Aber was konntest du mit dem Gremlin... einen supporten und dem ein bisschen Bonus auf Verteidigung geben. Das ist natürlich nicht verkehrt. Verstanden. Rücke aus. Aber hier sind mehrere Feinde. Brauchen wir gerade noch nicht. Da haben wir schon mal Feinde entdeckt. Sehr schön. Dann unsere Sniper. Setzen wir mal da oben hin, auch wenn sie schon Ziel hätte abschießen können, aber das wollen wir natürlich noch nicht. Und du mit der Schrotflinte gehst auch mal nach unten. Bestätigt. Dann werden wir hier erstmal noch nur auf Feldposten gehen. Verstanden. Halte die Augen offen. Du musst mit der Pistole auf Feuerschutz gehen. Und du gehst trotzdem mal vorne hin. Wissen ja jetzt, was da los ist. So, die gehen in die andere Richtung. Das gefällt mir. Beziehungsweise, das heißt, das gefällt mir. Wir müssen gucken, dass wir den Sektoiden am besten zuerst ausschalten. Das sind echt schöne Karren. Muss man ja sagen. So, Martha, du kannst leider nur bis da unten.
Roger. Kannst aber da vorne hin. So, wollen wir mal gucken. Du könntest für 91% den Typen abschießen. Ich würde aber gerne den Sektoiden abschießen. Verstanden. Rücke aus. So, wir tasten uns mal ein bisschen weiter vor. Bestätigt. Überwachungsgebiet. Feuerschutz. So. Wo gehen die denn lang? Das würde ich gerne sehen, Leute. Sind die verschwunden? Oder sind die wieder da vorne hin? Die sind abgehauen. Schweine. So, da ist die VIP, die wir haben wollen. Martha, du kannst mal dahin. Was ist hier los? Siehst du irgendwen? Siehst niemanden? Ja, doch, da. Jetzt sehen wir die auch wieder. Viel zu wenig Prozent. Du gehst mal bitte dahin. Okay, bin unterwegs. Wir müssen hier mal für ein bisschen Sicht sorgen. So, du siehst keinen mehr. Das heißt, du gehst jetzt bitte mal runter. Da hinten. Los, los, los. Sie kann ja eh nicht mit ihrem Scharfschützengewehr dann auf Feuerschutz gehen. Das kennen wir ja schon. Das ist mir ein bisschen doof, dass wir da keine Deckung haben. Und na gut, dann gehen wir vielleicht mal dahin. Bin dabei. Scanne Gebiet. So, ich hoffe, die kommen jetzt aber wieder in die Richtung her zu uns. Na, da hinten tauchen vor allem neue auf. Das ist gar nicht gut. Nicht, dass die uns jetzt sehen. Das wäre nämlich echt unfair. Ne, tun sie nicht. Sehr gut. Wo sind die jetzt wieder hin? Die Aliens, beziehungsweise der Sektoid und der Dingens. Irgendwo hin. Das ist nicht gut. So, du kannst 69%. Nähere mich der Zielposition. So. Das vielleicht mal so, du gehst da hin unterwegs. Und Martha an die Position, wo sie vorher stand. Und los geht's. Und dann jetzt. Moment, was haben wir hier? Achso, da müssen wir. Ach, wir können mit dem Gremlin aus der Ferne auch hacken. Das ist natürlich geil. Aber da sind halt gerade die Gegner da, also ich denke mal nicht, dass wir das tun sollten. So, du hast da hinten den Advent-Soldaten. Du hast den Offizier und dahinter den Soldaten. Du hast den Offizier und den Soldaten dahinter. Und unser Sniper kann nur den Offizier ausschalten. Dann Scannergebiet. Setzen wir die dreimal auf Feldposten. Feuerschutz. Und du triffst mal bitte. So, das hat ihn jetzt nicht getötet. Aber genau das war der Plan. Jetzt hätten sie nur noch beide treffen müssen. Okay, nicht erwischt. Das ist nicht gut. Sehr schön. 6 Schaden im Sektoiden gemacht. Sehr gut, Hart. So, die normalen Advent-Soldaten sind ja relativ uninteressant.
richtig ist, dass der Offizier drauf geht und dass der Kerl drauf geht. Verdammt, ich brauche Hilfe! Ich hasse das in Panik geraten, ne? Das habe ich ja schon im ersten Teil gehasst. Okay, du gehst zumindest in Deckung. Ihn treffen sie nicht, sehr schön. Werde beschossen! Ja, ja, regeln wir gleich, keine Sorge. So, der Advent-Soldat kommt näher ran, das heißt, wir können den gleich abschießen. Und der markiert sie, das finde ich nicht gut. So. 1-1-5, Vorsicht, feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Ja, werden wir uns in der nächsten Folge darum kümmern, dass wir hier mal ein bisschen aufgeräumt kriegen. Für den Sniper sieht es gerade gar nicht so gut aus. Der hat, glaube ich, einen scheiß Winkel erwischt. Aber gut, wir werden uns jetzt darum kümmern, beziehungsweise werden uns da in der nächsten Folge darum kümmern. Ich hoffe erstmal, dass es euch gefallen hat und ich verabschiede mich von euch für heute von XCOM 2 und Susanna Smirnovas Bein, was im Auto rumglitscht. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder, Freunde. Ciao.